Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Europa Universalis 4. Ich bin Puck und das ist mein Singleplayer-Versuch im Vergleich zu dem Spiel, das ich mit Media Maniac mache und auch demnächst mit The Endless. Ich habe hier mir als Aufgabe genommen, Schweden an die Weltmacht zu führen. Das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Bis jetzt, ich habe mich unabhängig gemacht, erstmal von den Dänen, habe mir dabei ein paar Provinzen geschnappt hier unten, nämlich Blekinge, Holland und Skåne und Gotland. Danach hat sich mir angeboten, in einem kleinen Krieg hier den Livonischen Orden etwas zu schröpfen, weil er keine Manpower hatte, wurde, glaube ich, von Polen angegangen, ich bin nicht mehr ganz sicher. Oder von Litauen und oder von beiden. Und jetzt sind wir dabei, erstmal Manpower regenerieren zu lassen, denn wie man sehen kann, das ist gerade etwas. Nennen wir es mal Schmalhans ist Küchenmeister. Denn, wenn man mal kurz guckt, unser Frieden mit. Er ist schon ausgelaufen. Das heißt, rein theoretisch könnte ich jetzt denen schon den Krieg erklären. Hahaha, ich werde es natürlich nicht tun. Nicht, dass ihr euch wundert. Genau, sondern. Jetzt heißt es erstmal abwarten mit den. Manpower-Zahlen, genau. Normalerweise würde ich das jetzt nicht machen, aber ich dachte, dass zumindest ein oder zwei davon verschwinden würden dadurch. Naja gut, demnächst ist ja auch schon hier die ersten Provinzen. Naja, es dauert noch ein bisschen. Die Provinzen müssen ja gekort werden oder gekernt, wie man es nennen möchte, bevor ich dann Ruhe habe. Damit das klappt. Gut, gucken wir doch mal hier, was das für ein Krieg ist, in dem ich überhaupt drinne bin. Habe ich komplett verdrängt. Burgundische Unterwerfung von Lothringen. Burgund, Aachen, Aragon, Kastilien und ich bin auf Seite von Lothringen, Brandenburg, Ostfriesland, Trier, Venedig, Württemberg, Österreich. Ich wollte gerade sagen, warum zum Dreck bin ich jetzt mit im Krieg? Verbündet mit Aachen, Kastilien. Ja. Ich muss zugeben, mit wem bin ich jetzt im Bündnis? Ich habe jetzt inzwischen so viele Spiele parallel gemacht, laufen, da muss man auf dem Stand bleiben. Mit Schottland startet ihr Bündnis. Was ich auslaufen lassen werde, ich habe mit Österreich Full House, mit Polen Full House und mit der Hanse Bündnis. So, Diplomaten, Diplomaten, Diplomaten sind beide unterwegs. Einer in Litauen und einer in Schweden in Eidsiva. Eidsiva! Drecksname. Unterwegs. Naja gut, Litauen ist noch PU, da kann ich mir eigentlich noch sparen. Sehe ich gerade, muss ich ja jetzt nicht übertreiben. So, machen wir mal. Muss ja vorangehen. Der Deutsche Orden hat uns als Rivalen bestimmt. Sollte ich mich da jetzt geehrt fühlen? Ich weiß es nicht. So, gehen wir nochmal hier zur Hanse und sagen Zugangsoptionen. Zugangsoptionen. So. Ansonsten läuft das ja erstmal nicht. Das Wichtige ist jetzt halt, dass die ganzen Kernbauten fertig werden. Gut, die Hanse ist halt auch kein langfristiger Partner, muss man mal ganz ehrlich sagen. Früher oder später werden die wahrscheinlich von uns oder von irgendjemand anderem geschluckt werden, aber zumindest kurzfristig nicht verkehrt. So, gucken wir mal kurz raus. Kann hier ruhig weiterlaufen. Die Frage ist, mit wem stellen wir uns noch gut? Mit Österreich haben wir jetzt ja mit Polen, aber. Ich kann ja mal kurz gucken, ob ich noch Frankreich reinkriege. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber. Dynastie startet ihr noch nicht, aber viel fehlt nicht, also. Verbessern wir die Beziehung zu König Henry II. Devalois. Naja, auf eine PU will ich gar nicht erst hoffen, aber egal. Was ist eigentlich das Ziel? Unterwerfung der Hauptstadt Lothringen. Das heißt, jetzt ist gerade Venedig dabei, das wieder zu befreien. Sehr schön. Muss ich mich gar nicht einmischen. Und wenn das erstmal erobert wurde, ist der Ticking War Score auf unserer Seite, denn Frankreich knabbert sich auch hier. Entschuldigung, ein Stück ab von Burgund. Wobei wahrscheinlich hat es selbst damit zu tun, hier erstmal nicht abgeknabbert zu werden. Aber anyway. Das ist halt die Geopolitik. Obwohl, jetzt nutzen wir mal eine kurze Zeit, die Geopolitschlage. Was hat sich denn so getan eigentlich auf der Welt? Naja, die Ottomanen haben sich hier. So. Okay, Charles von Bourgogne ist gestorben. Das heißt, es könnte jetzt demnächst das
burgundische Erbe geben. Das wäre relativ lustig, wenn Österreich sich das einverleibt. Wobei es dann weniger lustig wird, das Ganze mit Frankreich als Alliierten durchzuziehen, muss man dann mal ganz spontan gucken. Ja, die können mich nicht leiden, die haben mich doch als Rivalen festgelegt, ja. Vor allem möchte ich ja auch von Moskau demnächst mal eine Scheibe abschneiden. Wenn ich mal gucke, ich glaube, die waren gar nicht so gut. Gucken wir doch mal. Muskovy, 12.600 und nur noch 6.000 an Manpower. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch alles im Rahmen. Ja, man darf jetzt nicht nach uns suchen. Das ist gerade ein bisschen deprimierend, habe ich das Gefühl. Weil wir haben ja, wie gesagt, in dem Krieg da böse gelitten. Warum hat Brandenburg hier eine Armee? Na egal. Ich werde hier wohl. Der Krieg 1480, also noch 4 Jahre. Ne, noch 89. Also mal gucken, vielleicht kann ich mir Livland ja noch einverleiben oder Novgorod. Wobei, naja, Novgorod kann ich mir auch holen, wenn ich bedenke, dass ich Moskau demnächst noch angreife. Was ich mich immer noch frage, warum die norwegischen Patrioten hier nicht angreifen. Weil das sind wahrscheinlich sowas wie eigene Soldaten quasi der Norweger, aber nicht auf dieses Cap angerechnet. Na egal. Okay, Burgund wurde geerbt. Das heißt, jetzt führt burgundische Unterwerfung von Lothringen Kastilien durch. Das ist mal ein bisschen ins Klo gegriffen. Also für mich gerade mit dem Bündnis, was ich vorhatte mit den Franzosen. Wobei es ist trotzdem noch eine nicht ver doch veritable Sache ist. Weil selbst wenn die sich hier ab und zu ein bisschen kabbeln, habe ich noch eine Chance, dass der Franzose mich unterstützt bei ab und zu ein paar Kämpfen gegen das Reich, wo mich der Kaiser eher zurückweist. Klammer auf, ist ja nicht gesagt, dass Österreich die Kriege gewinnt. Das ist ja immer ein bisschen. Naja. Alles kann, nichts muss, wenn man so will. Übrigens, was mich noch interessiert, was ist eigentlich unser Anführer für einer? Johann der Dritte de la Gardie. Da muss ich mal an Gardine denken. Habsburg ist gestorben. Naja, klasse. Ist nicht gut. Das müssen wir so schnell wie möglich wieder nachholen. Auch wenn wir jetzt erstmal so einen 15-Tages-Marsch hier in Kauf nehmen. So. Weil die Staatsehe ist so ziemlich das Wichtigste hier, damit das auch alles so bleibt. So, gucken wir nochmal. Staatsehe will er noch nicht, aber Beziehung verbessern. Womit wir wieder bei unserem Land wären. Also hier haben wir schon das Cap. Das heißt, jetzt muss ich erstmal noch ein paar Infanterien bauen. So. Was ist unser Nachfolger eigentlich für einer? Adolf Johann de la Gardine. 241, naja gut, besser als nix. Übrigens, wo tauchen denn die jetzt auf als erstes? Die Rebellen, die orthodoxen Fanatiker. Schweden bekommt theoretische Toleranz. Die Frage ist nur, wo? Nee, das ist ja nicht wo. Die wollen komplett konvertieren. So ein Dreck. Na egal. Jetzt muss ich erstmal, wie gesagt, Stück für Stück die Armee wieder aufbauen. Unser Anführer ist ja gar nicht so verkehrt. Sogar ein richtig guter, ein 6-2er. Kann man sich grundsätzlich nicht beschweren. Aber mit der sinkenden. Nicht Manpower, sondern mit der sinkenden. Overextension sollte das auch klappen. So, mit einem fingieren wir immer munter weiter, damit wir auch weitere Ansprüche haben gegen die. Norweger. Wie gesagt, noch haben wir nicht vor, den Krieg zu führen, aber perspektivisch. Unser Truppenlimit ist übrigens 23 und mein Nachbar hat jetzt gerade die Bohrmaschine für sich entdeckt als Werkzeug. Sehr klasse. Quasi Weltklasse. Genau.
Na klasse, die Fraticelli-Heretiker kommen mit den orthodoxen Fanatikern zusammen. Ohne Witz, das ist gerade mal suboptimal. Vielleicht muss ich sogar auf Söldner zurückgreifen, um diese Rebellionen Mehrzahl niederzuschlagen. Doch Pat Reval und Wenden. Naja, hier werde ich jetzt wohl einmal die raue Behandlung rausholen müssen, auch wenn sie jetzt teuer ist. Weil ich denke mal, bis die wieder bei 95 sind, habe ich durch ein bisschen Glück. Habe ich durch ein bisschen Glück, ja, was habe ich da? So. Bis dahin sollte ich durch ein bisschen Glück schon die Overextension im Griff haben. So, wir haben jetzt auch die religiöse Einheit. Na, klasse, was uns das gebracht hat, haben wir ja gesehen. Erlangt die Kontrolle des Pontifikat oder Schwedisch Pommern. Mit wem ist Pommern denn alliiert? Lüneburg. Das heißt, ich müsste hier mit denen einen Durchmarschpakt haben und dann durch bis zu Polen durch. Oh. Möglich wäre das wohl. Häuft Geld, dann könnte ich natürlich auch nehmen, aber. So ein Schwedisch-Pommern, da kriege ich auch gleich eine Kriegserklärung. Also ein Casus Belli, die nehme ich natürlich mit. So. Jetzt müssen wir natürlich hier erstmal eine halbe Weltumsegelung machen mit den Leuten. Oh, ich bin immer noch im Plus, finde ich faszinierend, obwohl ich so viele Söldner angeheuert habe. Na gut. Dann können wir uns auch noch. Ich wollte gerade sagen, bauen kann ich noch nicht. Schweineteuer. Die gehen ja, wie gesagt, noch. 1,33 monatlich. 3. Wie viel sind das dann? 4. 5, 6. Das wird noch ein ganz bitterer Gang für mich. Ich dürfte trotzdem noch im Plus bleiben, aber bitter wird es trotzdem. So. So, noch ist die Moral bei den Söldnern zwar relativ niedrig, aber kriegen wir schon hin. So, jetzt haben wir hier einen 20er-Stack und damit sollten wir zumindest jetzt anfangen können. Wo sind die denn am weitesten? Er hier unten. Na, wollen wir doch mal. Wobei auch mal gucken, was die für Anführer haben. 2121. 223. 0. 22. Naja, dann doch lieber. Naja, obwohl, nee, ich muss erstmal aufhören, dass die hier was machen können. So. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich doch mal ein Darlehen aufnehmen, auch wenn es mir nicht gefällt. Jetzt kurz den. So, langsam wird es auch weniger, sehr schön. Den Monatstick abwarten. Vielleicht sogar noch einen Monat mal gucken, dass wir die Moral wieder etwas hochkriegen. Ermordung Adliger. In diesen Zeiten waren Adelsfamilien ein Bollwerk der Macht, die Ermordung von Anführern mächtiger Häuser wurde als schwerer Schlag gegen das Schicksal der betroffenen Familien gesehen. Mit dem Emporkommen religiöser Zwistigkeiten nahmen auch die Anschläge zu. Legitimität verlieren, das sollen sie untereinander ausmachen, oder Kontrolle über die Situation übernehmen. Ich verliere administrative Macht. Naja, die Legitimität habe ich lieber. So, dann wollen wir jetzt doch mal. Da oben scheinen sie irgendwie nicht so recht vorwärts zu kommen mit ihrer Belagerung, nicht? Oh.
Aber unser Anführer ist schon eine richtig krasse Sau, muss man mal ganz ehrlich festhalten. Also, was der alles wuppt, der wuppt hier alles weg. So, warten wir noch wieder den Monatswechsel ab. Und los geht's. So, aus dem Gallen Neva und die Schlacht wurde gewonnen. Sehr schön. Gut, dann können wir ja gleich mal anfangen hier mit. Genau. Und. Jetzt haben wir zwar nur noch etwas weniger, aber das wird sich alles noch erholen. Sehr schön. So. Jetzt kommen noch die orthodoxen Fanatiker. Das geht mir auch auf den Sack, aber. Naja. Vielleicht, wenn Ingermanns Land und Wenden konvertieren, dass das dann geht. Ich kann wieder fingieren. Fingus, ganz schnellus, großus. So. Kann ich die orthodoxen Fanatiker nochmal wegknüppeln? Nationalunruhen plus 2 ist natürlich nervig, aber. Raue Behandlung für 82, ja, das mache ich. 82 jetzt noch ein Wert, den ich noch verkraften kann. Auch wenn gerade am Anfang natürlich die Miltech sehr wichtig ist, aber. Es ist genauso wichtig für mich auch mal wieder ein vernünftiges Heer, ein eigenes aufzustellen. Guck mal, wie es geldtechnisch aussieht. 5,68 pro Runde, das geht doch. Thronbewerber tritt auf. Die umkämpfte Nachfolge von Adolf Johann hat dazu geführt, dass Thronbewerber aufgetreten in einer Armee hinter sich die Hauptstadt marschiert. Na klasse. Ingermanns Land, Stabilitätseinbruch, Johann de la Gardie, Thronfolger und in Fester Botten. Wo ist denn Fester Botten? Da oben war das. Och, ist das niedlich. Ja. Gucken wir mal. Fünf. Na ja, gut. Sie dürften noch keinen Malus haben. Das wird ja auch rot angezeigt. So. Da unten wird ja noch Krieg geführt. Ich könnte jetzt Kriegssteuern erheben für 50. Ja. Na ja, gut, so viel, obwohl. 20, also ein Fünftel hiervon, das heißt, ein Gold würde ich hier sparen. Ja, hier nicht ganz so viel, also ich würde ein bisschen mehr wie ein Gold machen. Für 50. Nee. Dann wollen wir nochmal die Staatsehe mit Österreich. Die Staatsehe mit Polen. So, die Staatsehe mit. Den ist ja, mit den Schotten ist ja zu Ende, also gucken wir doch mal, ob wir da was machen können. Dynastie statt hier. 28 zu neutral, Entfernung der Grenzen, das ist natürlich nicht gut. Bündnis vielleicht? Auch nicht. Anzahl der Großmacht verbünden. Also kann ich mir die schon mal von der Backe schminken. Na gut, ein Versuch war es wert. Ich denke, diese Fünferarmee sollte ich auch mit einer Klingspor schaffen, der ist gut. Der knüppelt hier alles weg und jetzt dürfte in Wenden dann auch die. So, erstmal haben wir die Schlacht gewonnen von Fester Botten. Und damit hat sich jetzt auch der Spaß erledigt um die Thronanwärterrebellen. Ja. Ich muss zugeben, das nervt mich hier gerade noch. Muss mal kurz gucken. So. Ganz ehrlich, jetzt habe ich da die Provinzen geben so, also hier unten schon, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber hier Karelien und Kola geben sowieso nicht so viel Geld ab. Da ist mir das relativ Hupe. Im Moment. Da kann ich ruhig etwas lokale Autonomie gewähren. Die holen wir uns ja sowieso über die Zeitschiene wieder rein. Und ich muss zugeben, habe ich schon eine Idee ausgewählt? Ich glaube nämlich noch nicht, oder? Doch, Wirtschaftsideen. Die sind ganz gut. Ansonsten, was definitiv, was ich persönlich gut finde.
Auch wenn es meistens eher schlecht bei wegkommt, ist die Quantitätsidee, also die die Vielzahl-Idee, wenn man so will. Das heißt, man kann ja direkt am Anfang mit Levé en masse, erstmal der Deutsche Orden hält einen Anspruch auf Kurland, ihr mich auch. Die sind noch in der PU, also habe ich jetzt die. Ja. Die haben nicht Alster erobert, aber die werden nichts anderes schaffen. Das ist das Dumme an der ganzen Geschichte. Und genau deswegen löse ich auch dieses Bündnis auf. Es war am Anfang ganz okay, ganz witzig, aber ich dürfte das erstmal nicht mehr brauchen. Ja. Weil man einfach damit plus 50% Soldaten Modifikator bekommt hier. Also Modifikator Nationalsoldatenzahl. Und das ist einfach schon enorm gut, wenn man relativ viele Kriege am Anfang führt oder auch in Verteidigungskriege hereingezogen wird. So. Ungarn, 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 Ungarn. Mit wem sind die denn verbündet? Deutscher Orden, Frankreich und Neapel. Wen haben die als Feinde gesetzt? Gucken wir uns das doch mal an. Ungarn also, schon mal nicht so prall. Litauen habe ich mit Polen im Sack. Die sind allesamt zu weit weg. Vielleicht mal gucken, ob die vielleicht. Aber mit denen kann ich keine Staatsehe machen. Die haben auch da unten genug mit zu tun vorerst. Brandenburg, ja, es gibt deutlich schlechtere Sachen, die man erwischen kann. Vor allem, weil Brandenburg nicht immer, aber doch relativ konstant zumindest sich zu einem guten Partner entwickelt. Und vor allem auch relativ mächtig wird so. Zu viele Sachen. Warum habe ich mit Schottland noch die Staatsehe? Ich meine, das ist doch verreckt. Verdammt. Na egal. Für einen begrenzten Zeitraum, bis deren Anführer stirbt, kann ich damit leben. Ich muss mal gleich gucken, wie alt der Sack ist. Wahrscheinlich überlebt er nämlich noch. Gucken wir mal kurz, wie alt ist er? Sechzig, der wird nicht mehr alt. Hoffen wir. Da oben haben wir bald fertig fingiert. Können wir noch eine Provinz wegfingieren? Nee, noch nicht ganz. Komm. Nee, gibt keine passende Provinz mehr. Nicht Geheimdienst, sondern Zugangsoption war das noch. Aber die haben auch keinen so tollen Anführer, nicht? Also. Erfolgreiche Bürokratie, was immer nötig ist. Ich zahle Geld, bekomme dafür administrative Macht. Ja, das Geld zahle ich doch gerne. Ich muss übrigens, glaube ich, noch den einen Kredit zurückzahlen, nicht? Aber administrative Macht kann man eigentlich nie genug haben. So. Jetzt erholt sich auch langsam unsere Manpower. Das ist schön. Die dürften jetzt auch mit dem nächsten Tick voll werden. Sehr gut. Das heißt, wie viel Gold machen wir jetzt? 8 Gold pro Runde. Das ist doch schon mal okay. Für das Darlehen zum Tilgen brauche ich 51. Na ja, gut. Besonders viel kann ich nicht mehr machen in diesem Turnset. So. Fingieren wir schon mal auf Livland. Und gucken wir mal, ob wir hier schon fingieren können. Können wir, perfekt. Fangen wir mal mit Danzig an. So, was dann, wenn einer von den beiden fertig ist, wahrscheinlich der Livländische, werde ich auch mal kurz gucken, ob man Pommern den Krieg erklären könnte und ja, ob man damit dann quasi, oder ob man hier vielleicht den Deutschen Orden den Krieg erklärt, da komme ich ja selbst hin. Und dann könnte ich den vielleicht Ostpreußen, Memel und so abnehmen und vielleicht auch Danzig. Weil Danzig ist schon eine geile Stadt von der. So, hier nehme ich immer.
die erste Option. Oder die zweite, weil ich bin kein hinterhältiger Mensch. Aber ich habe auch noch nie diese Spionagesache ausprobiert. Müsste man eigentlich mal tun. Also die Spionageidee. Die dürfte sich jetzt ziemlich eigen spielen. Unruhen in. Warum herrscht in Neva eine Unruhe? Finnisch-Nationalisten. So, jetzt hat man nur noch hier in Neva ein bisschen Unruhen. Naja, dürfte ich aber auch in Grenzen halten. So hoffe ich. Gut, jetzt können wir auch hier den Steuermodifikator hochdrehen, was uns wieder etwas mehr Geld bringen sollte. Nicht wirklich viel, aber je mehr Provinzen wir später haben, desto besser ist natürlich. So. Und gucken wir mal. Unser Nachfolger, was ist eigentlich für einer? Ein 314er, auch das ist ja. Das ist guter Durchschnitt. Man will ja nicht übermütig werden. So. Wie gesagt, immer wenn die Manpower jetzt wächst, bauen wir auch nebenbei die Truppen auf. Nein! Einer Klingsbohr ist tot. Der wohl wichtigste, beste. Naja, ich habe gerade irgendwie so ein Tränchen im Auge. Schnüff! Gucken wir mal, was wir gleich noch für einen anderen kriegen können. Okay, die verrecken ja am laufenden Band, die Österreicher. Aber gucken wir mal, was wir für einen neuen General kriegen können. Der ist ja auch nicht so verkehrt, ein 2-1-2-3. Also Belagerung ist der definitiv gut, der Adolf Johann. Und der Gustav Adolf de la Gardie. Ja, gucken wir mal hier. 2-5-3. Espenbjelke. Mal kurz gucken, wie weit bin ich denn von der nächsten Militärtech entfernt? Nicht mehr weit. Hat der Gegner die schon? Nee. Nee. Und die Protze ist schon wichtig. Also, dass ich dann quasi auch Kanonen habe. Also, ich würde eigentlich jetzt erstmal noch abwarten. Ich brauche ja noch den General nicht. Zum Glück sind die finnischen Nationalisten noch sehr ruhig. Die könnten mir das Leben durchaus schwerer machen. So. Dann wollen wir doch mal jetzt hier die Protze. Und dann machen wir auch gleich mal hier wieder eine Staatsehe-Ding fest. Perfekt. So, jetzt mal. Die prügeln sich jetzt hier mit Lauenburg. Oder mit wem sind die alles im Krieg? Mit Pommern und Lüneburg sind die liiert, sag ich schon. Und wem ist Lauenburg alliiert? Oder nee, Lüneburg. Gucken wir mal kurz. Mit Anhalt, Pommern und die Hanse. Oh, ich sehe, die helfen natürlich enorm mit hier, die Hanseleute. Der guckt nur zu, der Conquista dort. Zumindest so sieht er aus. Und das gewinnen die Deutschortler dann auch irgendwie. Gucken wir mal kurz. Nur zum Spaß, wenn man jetzt den Krieg erklären würde. Wegen pommersches Erbe und so ein Dreck. Bei denen wird mitziehen Österreich. Das ist nicht witzig. Bei mir wird mitziehen die Hanse und Brandenburg. Warum wird Polen nicht mitziehen? Haltung gegenüber Feinden. Übrigens, ich kann jetzt hier. Ne, erstmal hebe ich mir noch auf die Diplompunkte. Was ich noch gucken wollte. Warte mal kurz. Wartet mal kurz. So, stimmt, habe ich die ganze Zeit vergessen, hier auf Bornholm noch zu fingieren. So nebenbei. Wenn ich denen den Krieg wiederum erklären würde. Eroberung von Danzig würde mitmachen. Muskowy, Mecklenburg-Ungarn. Bei mir allerdings Österreich. Warum wird Polen nicht mitmachen? Hat einen Waffenstillstand. Okay, Brandenburg hat einen Waffenstillstand. Die Hanse ist schon im Krieg mit denen. Jetzt muss man nur gucken, mit wem ist Österreich im Krieg.
Mit niemandem. Jetzt heißt es gucken und abwägen. Ich meine jetzt ja mal ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, warum denn nicht das? Österreich 27, 12.000, aber keinerlei Manpower und schon im Söldnerbereich. Das ist nicht witzig. Moskau 15.000, 8.000. Söldnerbereich hat aber Manpower. Also Ungarn 9.000, 7.000 hat aber noch ordentlich Manpower. Relativ. Nee, 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 nee. Noch nicht. Man muss ja kein Harakiri betreiben hier. So habe ich halt Zeit, noch mehr zu fingieren. Aber ich finde es schön, dass sich die finnischen Nationalisten so schön zurückhalten. So gehört sich das auch. So. Ja, okay, Versorgungslimit ist hier relativ hoch. Das heißt, wir können hier gut ein paar Einheiten drauf schicken. Der Minister weist uns den Weg in die Zukunft. Nationale Unruhen plus 1, Steuermodifikator plus 10. Oder 5 adligen Regimentern A-Land. Steuermodifikator wäre schon ganz gut, aber ich habe jetzt absolut keine Lust und keinen Nerv für Unruhen in meinem Reich. Das wird definitiv zur falschen Zeit kommen. Kann ich ja schon mal hier einen Anführer bestimmen. Ne? Nehmen wir mal den hier. In Ermangelung eines Besseren gerade. Wie gesagt, ich hole mir dann vielleicht vor dem Krieg noch einen anderen. Muss man da mal sehen. So, gucken wir mal kurz. Im Moment habe ich ja wirklich den Tech-Vorsprung. Den müsste man eigentlich nutzen. Auch wenn ich noch keine Protze habe gerade. Also, naja, gut. Aber davon kaufe ich mir jetzt gleich 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und dann haben wir einen guten Vorteil, wie ich persönlich finde. So. Dann haben wir nämlich auch die ersten Belagerungswaffen. Passieren tut hier gerade nicht wirklich viel. Hier Westfalen ist durch Utrecht besetzt. Gelre dürfte ein Vasall sein. Nee. Nicht mal das. Polen hat noch einen Waffenstillstand bis zum 1485, also noch 4 Jahre. Das ist natürlich doof, das. Und hier, wie sieht's aus mit Muskowy? Mit wem sind die alliiert? Dänemark und dem Deutschen Orden. Das heißt, wenn man denen den Krieg erklärt, der Deutsche Orden wird wahrscheinlich nicht einsteigen und Dänemark würde einsteigen, aber. Na ja, gut. Ne, dafür fühle ich mich gerade noch nicht stark genug, bin ich ganz ehrlich. Wobei, da unten geht's schon richtig gut zur Sache, muss man mal zugeben. Verbesserung der Regierungstech, ja, nehme ich doch die Inflation in Kauf für den fürs große Ganze. So. Die sind zwar schweineteuer im Unterhalt, relativ gesehen, die Waffen, also die Kanonen, aber die lohnen sich ja auch definitiv, aber beim Belagern und auch im Kampf, weil sie ja als Fernkampf gewertet werden, soweit ich weiß. Guck mal, ja, schon wieder ein bisschen gesunken, gefühlt. Immer noch bei 6 und immer noch bei 6. Was ist eigentlich deren Quest derzeit? Bestimmt sowas wie dänischer Handel, ne? Erobert Gotland. Versucht's doch. Hussitisch Heretiker, was habe ich denn, was habe ich euch getan? Was? In Newa, in Reval und. Ohne Witz, so viel nervige Sachen hatte ich bis jetzt noch nie. Wie viel Geld mache ich noch? Naja, geht noch. Weil die Provinzen noch nicht so weit waren, aber. Das ist trotzdem kein Dauerzustand. Das mache ich jetzt wirklich nur, weil jetzt muss ich erstmal etwas Armee aufbauen.
Damit ich mich dann erstmal hier oben Norwegens einverleiben kann und dann auch Dänemark, zum Teil zumindest. A für Skandinavien und B, damit ich meine Ruhe habe. Dann kann ich hier auch noch ein bisschen was machen. Aber wenn ich erstmal hier oben auf diesem Inselchen meine Ruhe habe, habe ich quasi schon so gut wie gewonnen. Also nicht das gesamte Spiel, so kann man es nicht sagen, aber zumindest halt. Wer denn? Vorpommern. Mecklenburg. Habe ich da eigentlich immer noch einen Claim drauf? Habe ich noch. Und mit wem sind die zusammen? Mit Deutscher Orden und Friesland. Das heißt, wenn ich denen jetzt den Krieg erklären würde, rein theoretisch und hypothetisch, macht bei denen jeder mit und bei mir keiner. Brandenburg ist verschuldet, Polen ist verschuldet und Haltung gegenüber Feinden. Sie sind mit dem Feind verbündet und die Hanse Haltung gegenüber Feinden, na klasse. Übrigens sieht man hier auch gerade, dass es eine ganz gute Idee war, mit Schottland nicht weiter alliiert zu bleiben, denn die haben böse was auf der Umme bekommen. Wie gesagt, hier passiert gerade nicht so wirklich viel. Wir bauen gerade jeweils das, was unser Cap hergibt und freuen uns deswegen unseres Lebens. So, jetzt gucken wir mal kurz. Unsere Militärtradition sinkt ja natürlich. Das heißt, ich fühle mich jetzt nochmal lucky und hoffe mal, dass wir da was rausbekommen. Alfred Stenbock. 2011. Nee. Nee. Nee, der ist nicht gut. Naja, obwohl, besser behalten. Er geht ja noch, solange wir hier sind, nicht über das Cap hinweg. Man hat ja quasi noch mehr als 25 Machtprojektion. So. Noch ein Bronzeguss und dann kann man auch erstmal wieder Infanteristen dazu hauen. Und dann denke ich auch mal ganz ehrlich, haben wir bald wieder genug Leute zusammen, um einen Krieg anzufangen. Natürlich jetzt nicht, sobald ich meine Armee am Cap habe, sondern dann halt, wenn die Manpower sich auch wieder etwas erholt hat. Und auch die diplomatische, politische Lage es zulässt. Das ist ja meistens nicht so einseitig. So, mein Freund Österreich, treuer Verbündeter, Fortenschütze und Päpstjährung von Modena gegen den Vatikan, die Bretagne und Genua. Ein Verteidigungskrieg. Der Vatikan ist alliiert mit Bretagne, Schweiz, Genua und Mantua. Machen wir doch. Ich meine ganz ehrlich hier, der dürfte eigentlich keine große Chance haben, der Gegner. Selbst da muss Österreich allein nur einmal ernst machen. Ich werde da jetzt keine Truppen runterschicken, aber. Kann man ja nebenbei noch unten einmal kurz gucken, ne? Wie es denn hier aussieht. Modena, Modena, Modena. Da war es doch Modena. Sienesische Truppen stehen hier. Führt Krieg mit Siena und Mantua und führt Krieg gegen Vatikan, Bretagne und Genua. Also der Kaiser findet es okay, wenn Mantua oder Siena Modena erobern, aber hat sich doch eigentlich gerade schon erledigt, oder? Die Eroberung von Modena, die wurde nämlich gerade an Siena angegliedert. Jetzt kriegt trotzdem der Papststaat noch einen aufs Maul. Wo will denn Frankreich hin? Nach Neapel? Sind die mit Aragon im Krieg? Das finde ich jetzt wiederum sehr interessant mit. England, Connaught, Dänemark, Norwegen, Serbien, Byzantinisches Reich und Athen. Frankreich ist mit Dänemark im Krieg? Frankreich ist mit Dänemark im Krieg. Schottland, Frankreich und vor Dänemark. Gucken wir doch mal kurz.
Doch, wir haben uns inzwischen schon wieder auf die Seite 1 vorgekämpft. Zwar nur ganz knapp, wie man hier sehen kann, aber wir sind da. Und wird noch ein bisschen weiter nach oben gehen, denke ich mal. Muscovy ist auch nicht ganz schlecht. Er hat nicht ganz Unrecht, man verliert Prestige und bekommt eventuell Macht in irgendeiner Richtung oder runter mit dem Kopf. Der Diplomat Daniel Kibi stirbt. 5 Prestige kann ich gerade so verkraften, auch wenn es natürlich nicht schön ist. Dänemark hat noch 12.000, 4.000, 6.000 Manpower. Ja, ich bin mal gespannt. Muss man natürlich jetzt konstant weiterverfolgen, dann kann man eventuell da noch absahen. Abstauben. Damit sind wir schon bei 22, das heißt, bald sind wir am Cap angekommen. Und wenn wir am Truppencap sind, sollte es auch fürs Erste langen, was die Einheiten angeht. Wobei der Kampf hier gegen den Typen hier schon nicht schlecht wird. Okay, Österreich hat Frieden geschlossen und hat auch eine Reichsreform durchgedrückt. Gut, dann kann ich jetzt ja auch mal einen noch nutzen, um den letzten Anspruch zu fingieren. Fällt mir spontan auf, hätte ich auch schon längst machen können, aber so, fingieren wir mal und einen kann ich ja nutzen, um meine Beziehungen hier. Wie sieht es eigentlich aus hier? Jährliche Verbesserung, da geht noch was. Mit Österreich kann man nie gut genug sein. Was haben die eigentlich für Anführer? 4-3-1 auf. Ohne Witz, so ein Glück möchte ich auch mal haben. Wobei hatte ich ja. Hatte ich ja. Für den Tech reicht es noch nicht. Die wäre auch wichtig übrigens hier. Fällt mir gerade auf, weil die Tempel bringen mehr Steuereinnahmen. Das und Hofmeister sind auch nicht verkehrt. Was habe ich hier durch? Baukosten gehen runter. Na naja gut, das ist jetzt erstmal noch nicht ganz so wichtig, aber die jährliche Legitimität plus 1 ist auch jetzt nichts. Ne, da warte ich jetzt noch. Ich möchte zuerst Vogt und Tempel haben. Hat jetzt in dem Zusammenhang erstmal Priorität. Ja, Hossa. Moskau wird abgelehnt, Deutscher Orden wird abgelehnt, Jaroslawl wird abgelehnt, Pskow wird abgelehnt und Perm wird abgelehnt. Wobei mir fällt gerade auf, das war die dümmste Entscheidung, die ich machen konnte, weil so wäre dann Moskau doch bestimmt irgendwie durchmarschiert, oder? Mit der Hanse im Krieg, die wollten zu Hansen, weil zum Deutschen Orden. Oder zum Deutschen Orden wollten sie hin. Aber ich lasse es nicht durch. So. Ja, der wurde entdeckt bei der Fingierung von Marienburg. Damit sind wir am Truppencap. 23 von 23, wenn ich mich da jetzt nicht so ganz vertue. Das müssten wir nämlich auch mal sehen. Hier mal kurz gucken, Unruhen. Null Prozent war Nava oder Neva war nicht? Ne, jetzt sind doch die weg, sehr schön. Habe ich anscheinend genau den richtigen Moment abgewartet. Okay, da habe ich gerade gedacht, das Spiel hängt sich auf, aber nein. Unser Truppenlimit ist nur 23 von 21. Was ist denn passiert? Ist irgendeiner unserer Typen weg oder? Keine Ahnung. Ohne Witz, ich verstehe nicht. Ich bilde mir ein, am Anfang des Turnsets gesehen zu haben, dass wir 23 Truppenlimit haben. Na egal. Wie viel Geld kostet mich das? 1,82. Das ist nicht witzig. Na egal. Jetzt einfach abwarten, dass die Manpower sich erholt und dann heißt es wieder Krieg führen. So. Dänemark leidet übrigens gerade, habe ich das dumme Gefühl. Dänemark, Dänemark, Dänemark. Gucken wir mal kurz. Eigentlich könnte mir jetzt, glaube ich, nichts Besseres passieren. Ne? Also, die sind auch schon hier im Low-Manpower-Bereich. Ich habe hier die Meerenge dicht gemacht, mehr oder weniger. Das heißt, rein theoretisch, selbst wenn ich jetzt den Dänen den Krieg erkläre, weil Moskau ja schon im Krieg ist.
Genau, ich warte noch ab, bis der Anspruch fingiert mit dem Deutschen Orden. Dann gucke ich mal, ob ich denen jetzt schon den Krieg erkläre. Einfach, weil die Situation gut ist, weil Moskau nicht einsteigen würde und ich hätte an der Ostfront Ruhe. Es wäre natürlich schon sehr geil, wenn das klappen könnte. Haben wir das. Dann gucken wir mal. Krieg, ja. Immer noch erobert Gotland, verbündet mit England. Polen. Muskowie. Krieg erklären, gucken wir mal. Eroberung von Bornholm. Naja gut, das ist nicht schön. Muss ich noch was Besseres verlassen. Bei mir wird mitmachen Österreich-Brandenburg. Gegen mich wird mitmachen England, Moskau. Warum wird Moskau mitmachen, verdammte Axt? Haltung gegenüber Feinden, weil die mich nicht mögen. Und Bornholm zu erobern ist auch kein guter Grund eigentlich, nicht? Also gucken wir mal kurz, wenn ich jetzt denen den Krieg erkläre, wer wird da mitziehen? Dänemark muss mitziehen, Muskowie. Oh, bleibt das gleiche, nur dass ich hier ein besseres Ziel habe zum Konkern. Mögen die mich denn nicht so richtig hier, die Polen? Da werde ich die Beziehung wohl noch etwas verbessern müssen, damit das klappt. Gefallen tut mir das grundsätzlich nicht, aber jetzt können wir auch erstmal zugucken, wie sich die Manpower holt. Jetzt schalte ich auch einmal auf Full Speed, so ganz nebenbei. Es passiert hier gerade nichts. Es wird wahrscheinlich jetzt auf eine Framerate von nur 20 droppen. Ich hoffe, das ist akzeptabel. Ne, es ist jetzt sogar auf 14 runtergedroppt. Das war nicht schön. Polen, treue Verbündete von Unterstützung gegen Polenschwung von Danzig gegen den Deutschen Orden. Das ist ein Angriffskrieg. Deutscher Orden ist alliiert mit Ungarn, Livonischer Orden und Mecklenburg. Das heißt, ich würde meinen Friedensvertrag mit Livonischen Orden brechen, nicht? Also. Polen gegen Danzig. Wobei, wenn Polen jetzt gegen Danzig marschiert, dann habe ich ja wieder quasi ein Zeitfenster, um Dänemark anzugreifen. Ablehnen. Ich mag es nicht, es gefällt mir nicht, aber. So. Die Situation hat sich jetzt ja nochmal geändert. Ja, Polen hat den Militärzugang. Haben wir noch die Staatsehe? Kriegen wir hin, da werden noch ein paar verbesserte Beziehungen reinziehen und dann gut ist die Geschichte. Gucken wir mal, was jetzt passieren würde, wenn wir jetzt den Krieg erklären würden, rein theoretisch. Polen wird da trotzdem mitmachen? Was soll denn das? Hier wird Brandenburg schon nicht mehr mit, die Hansen nicht mehr mitmachen. Sie sind schon im Krieg mit Norwegen, okay. Ungarn möchte durch mein Reich durch. Warum wollen die den Livonischen Orden kloppen? Ablehnen. Wie sehen nämlich eigentlich Rivale? Ne, die kriege ich definitiv nicht auf 190, damit ich die vasallieren kann. Da werde ich wohl manuell ran müssen. Das einzige Gute ist, dass die nichts weitermachen können. Prestige ist mir wichtiger als Papsteinfluss. Ich werde wahrscheinlich später sowieso protestantisch. Whatever. Bündnisangebot von Schottland. Könnt ihr euch auch eine Backe schmieren? So. So, jetzt haben wir erstmal den gebaut. Dann können wir jetzt mal gucken, wo können wir Geld generieren damit. Ja, hier noch nicht so richtig, weil ich halt viel lokale Autonomie gewährt habe. Na egal. Haben es immer besser als brauchen in der Hinsicht. Und hier wird gerade richtig gelitten, wenn man mal ganz ehrlich ist. Die Dänen kriegen ordentlich auf die Fresse. Die haben jetzt nämlich nur noch hier ihre 1000er Armee auf Lolland und 4000er Armee auf Fyn. Und auch die sind Vergangenheit.
Die haben jetzt einen Friedensvertrag mit Frankreich vor Schottland, mit der Hanse, Deutscher Orden, Livonischer Orden, okay. Spontan sehe ich jetzt nicht, was da von der Deutsche Orden gehabt hätte. Gucken wir mal kurz, was jetzt passieren würde. Nur mal rein theoretisch. Österreich wird mitmachen, bei denen wird Full House mitmachen. Das ist unschön. Würde ich eine Staatsehe bekommen? Nee. Es ist gerade echt zum Mäusemelken. Die Belagerung von Vorpommern. Wenn in Polen, Moldau, Litauen, Brandenburg. Wenn ich denen den Krieg erklären würde. Österreich macht bei denen mit, bei mir macht keiner mit. Ohne Witz, das ist gerade die Katze, die sich in den Schwanz beißt oder so. Aber jetzt habe ich 900 Diplo-Punkte, da kann ich jetzt auch mal ganz beruhigt hier eine Stufe nehmen. Und habe immer noch 400 für etwaige Friedensschlüsse, die demnächst anstehen. So, das soll es aber auch gewesen sein. Wirklich viel ist nicht passiert. Ich habe ein paar Ansprüche fingiert, habe eine Armee wieder aufgebaut, habe kleinere Aufstände niedergeschlagen, habe ein bisschen lokale Autonomie gewährt und mich schwarz geärgert, dass ich keinen vernünftigen Krieg führen kann. Aber auch ganz gut für meine Manpower, die erholt sich so ein bisschen. Also, im nächsten Turnset hoffe ich dann oder denke ich mal, dass es dann auch gegen Norwegen oder Dänemark gehen kann. Bleibt dabei, wird bestimmt ganz witzig, wenn ich versuche, Moskau im Osten und Norwegen im Westen abzuhalten. Bis denn und tschüss.